Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute, wie ihr seht, habe ich andere Haare. Aber das ist nicht das Thema, das wird noch kommen. Heute aber werde ich, Trommelwirbel, eine Muschel auspacken. Trommelwirbel, eine Perle auspacken. Keine Muschel, eine Perle. So. Und zwar war ich bei Flying Tiger, bin da so durch die Finale gegangen. Oh mein Gott, da kann man eine Muschel auspacken. Wie viel kostet das? Okay, nicht so viel. Ich glaube, falls ihr es wissen wollt, ich glaube 3 oder 4 Euro. Das sieht das Ganze so aus. Ich weiß mal eigentlich, dass es eine Geschenkidee ist, aber ich denke so, ich probiere es mit euch aus. Und ja, da sind wir jetzt und probieren das aus. So sieht das Ganze jetzt einmal von außen aus und so von hinten. Genau, und so sieht die Rückseite aus. Wir machen es einmal auf. Sorry für die zweite Unterbrechung, die wir überhaupt mitbekommen haben. Also, wenn man das aufmacht, sieht das so aus. Man hat hier einmal die 5 Muschelfarben. Lila, rosa, nochmal irgend so ein rosa, keine Ahnung, weiß. Hier ist dann diese Kette und hier ist das Ding, wo die Muschel drin... hier kann eine Muschel. Da ist auch eine Muschel drin, aber die Perle drin sein soll. Gut, hier an der Seite kann man das öffnen. Da. Hallo? Ja. So. So. Und da hinten sehe ich noch eine Anleitung. Da ist so ein Spachtelding jetzt drin. Keine Ahnung, dass das eine Anleitung ist. Nehmen wir mal diesen Spachtel raus. Hallo, Spachtel. Spachtel. Okay. Ich kann keine Ahnung, was das ist. So geht's. Ich lese mal kurz durch. Okay, ich hab's. So. Also ich stelle ich mal so hin. Jetzt seht ihr mich kaum noch, aber ihr seht wenigstens was hier unten. Okay. Es wird hier Lift, Ring, Pull, Up and Back. Das weiß ich auch, wie das geht. Ich habe Angst, dass sie irgendwie ekel. Das ist ja durchsichtig, das wusste ich gar nicht. Das ist eine Plastikmuschel, Leute. Das ist einfach eine Plastikmuschel. Egal. So, wir öffnen das jetzt. Ich dachte nämlich, dass das so irgendwie nass ist. Wie öffnet man das? Bin ich jetzt zu... Ah, da! Hallo? Ah! Hallo? Warum sage ich Hallo? Alleine, wenn ihr übrigens ein komisches Geräusch habt, ist meine Heiße. So, ich hab's auf. Und wir haben... Oh mein Gott, warum ist die so klein? Oh mein Gott, die wäre jetzt mir fast runtergefallen. Die ist sehr klein. Das ist ein komischen Plastik-Dingens. Gut, wir legen die mal hier auf die Seite. Und zwar haben wir jetzt die Kette raus. Die ist so schön. Boah, die Perle fliegt da fix raus. Ah ja, welche Perle haben wir eigentlich? Wir haben, ich glaube, die hier oben, die da. So, wie macht man das jetzt? Einmal hier öffnen, stand da. Oder noch runternehmen. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube irgendwie so. Halt mal. Okay, ich habe es geschafft. Man muss da irgendwie so hier drücken. Dann kann man das so öffnen. So sieht das jetzt aus. Da gebe ich jetzt meine kleine Perle hinein. Das ist so klein auf dem Boden. So sieht das jetzt aus. Fokussiere. Das Ganze kommt jetzt wieder hier durch. Jetzt gleich. Das wird ein etwas anderes Video, wie man sieht. Und fertig ist meine Perlenkette. Ich zeige es euch nochmal. Fokussiere. Genau, das ist meine Kette. Ich mal wieder gleich hin. Ja. Boah, ich sehe komisch aus. Mir ist es so durchweg. Gut. Meine wunderschöne Perlenkette ist fertig. In einer sehr kleinen Perle, aber egal. Und wenn ihr ein
Braids Video sehen wollt, schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare und lasst auch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und damit ihr keine Videos mehr verpasst, auch ein Abo. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!